zusammengekommen sind, damit wir gemeinsam unsere Solidarität mit den verfolgten Menschen in Shingal, im Nordirak ausdrücken, mit den Jesiden, mit den kurdischen Menschen, mit den Christen und Aramäern. Ich glaube, das ist so eine Zeit, wo man auch, wenn man selber einer anderen oder keiner Religion angehört, sagen muss, ich bin heute Jesidin, ich bin Christin im Irak, ich bin solidarisch mit den Menschen, die unter diesem fürchterlichen Terror der IS leiden müssen. Ja, es gibt ja offensichtlich große politische Übereinstimmung, ganz breit, so erlebe ich das ja eigentlich selten. Also wir sind ganz selten so gemeinsam mit verschiedenen politischen Parteien auf einer Veranstaltung unterwegs. Es gibt ganz große Übereinstimmung, dass dringend etwas getan werden muss, um den bedrohten Menschen zu helfen. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Mir ist es aber wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, was man denn wirklich tun kann und auch tun sollte, auch als Bundesregierung, damit die humanitäre Hilfe wirklich bei den Menschen ankommt. Und es sind ja Hunderttausende derzeit im Nordirak auf der Flucht vor diesen bewaffneten Mördermanden der IS. Und da müssen wir, glaube ich, mehr tun, als bisher passiert ist. Kindermörder ISIS! Kindermörder ISIS! Kindermörder ISIS! Und da wäre es mir doch auch wichtig, nochmal zu fragen, woher haben denn diese Mörderbanden ihre Waffen? Wo sind ihre Rückzugsräume? Wo kriegen sie ihre Ausrüstung her? Wo kriegen sie Unterstützung her? Und da fehlt mir im Moment tatsächlich noch, dass die Bundesregierung mal ein deutliches Zeichen in Richtung der Golfstaaten, in Richtung Saudi-Arabien setzt, in Richtung Katar und auch in Richtung der türkischen Regierung, um mal deutlich zu machen, dass eine Unterstützung dieser Truppen absolut nicht hinnehmbar ist. Ich finde, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die EU große, schwere Sanktionen gegenüber Russland wegen der Situation in der Ukraine verhängt, aber weiterhin Handel mit Saudi-Arabien, mit Katar betreibt und sogar auch Waffenhandel, Waffenlieferungen, dass Bundeswehrsoldaten an der türkisch-syrischen Grenze mit Patriot-Raketen stationiert sind. Ich finde, das muss aufhören und es muss Druck auf die Türkei ausgeübt werden. Shingal-Gebirge gebracht werden können. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Frau Merkel hat ein gutes Verhältnis zur türkischen Regierung. Das soll sie bitte nutzen, da soll sie ordentlich Druck machen. Und ich finde, die Waffenlieferungen an die Länder, die IS unterstützen, also an Saudi-Arabien, an Katar und auch an die Türkei, die müssen konsequent gestoppt werden. Wir können da nicht Waffen liefern in eine Region, wo wir genau wissen, wir können nicht kontrollieren, wer die hinterher in die Hände bekommt und dann hinterher möglicherweise Menschen damit ermordet. Und wir brauchen wirklich eine unbürokratische Möglichkeit, so wie das den Menschen aus dem syrischen Bürgerkrieg angeboten wurde, aber nie richtig gemacht wurde, eine unbürokratische Möglichkeit, dass diejenigen hier, die noch Menschen, Familienangehörige im Nordirak haben, dass sie ihre Angehörigen hierher holen können, solange sie nicht sicher leben können, da wo sie herkommen. Ich finde, das wäre das Mindeste, was wir an humanitärer Hilfe leisten können. Und dafür möchte ich mich gerne weiter einsetzen. Da bitte ich auch die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Parteien, das mit zu unterstützen. So, und dann, was mir auch noch sehr am Herzen liegt, wir brauchen meiner Ansicht nach einen neuen Konsens in unserer Gesellschaft. Wir müssen uns um unsere Jugendlichen kümmern. Mich treibt es um, dass möglicherweise Jugendliche, die hier in Deutschland geboren sind, die in Deutschland aufgewachsen sind, irgendwann in den Nahen Osten gehen, sich da ausbilden lassen zu dschihadistischen Kämpfern und da so einen Schaden fürs Leben bekommen. Also man muss sich doch mal überlegen, was sind die Lebensbedingungen für Jugendliche hier in diesem Land, dass es attraktiv erscheint,
sich zum Dschihadismus zu bekennen und sich da ausbilden zu lassen und kämpfen zu gehen. Das treibt mich wirklich um. Ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam, egal welchen Glauben, welcher politischen Richtung wir angehören, wir müssen uns mehr um unsere Jugendlichen kümmern, müssen dafür sorgen, dass sie andere Werte vermittelt bekommen, dass sie Menschlichkeit, dass sie friedliches Zusammenleben, dass sie Gewaltfreiheit auch wirklich vermittelt bekommen und dass sie eine Perspektive in unserer Gesellschaft haben, die es ihnen ermöglicht, auch wirklich sich eine Familie aufzubauen, sich ihr Leben aufzubauen und nicht auf solche Gedanken kommen, sich da ausbilden zu lassen. Das finde ich, das sind die Aufgaben der Zeit und dafür bitte ich Sie und bitte ich alle, die heute hier sind, auch um Unterstützung. Und dann sage ich nur noch, wir müssen mit unseren Gedanken bei den Menschen sein, die da im Augenblick verfolgt werden. Und ich hoffe, dass die Situation sich für die Menschen möglichst bald bessert und sage Biji Shingal. Biji Shingal!